Henry Ford hat nicht nur die Automobilindustrie, sondern ganz Amerika nachhaltig geprägt. Er arbeitete um 1890 als Ingenieur für Thomas Edison und bewunderte Edison für sein Genie und seinen Geschäftssinn. Diese Eigenschaft inspirierte Ford dazu, sich im neuen Industriezweig der Automobilherstellung zu versuchen. Als Ford sein Unternehmen gründete, führte er auch die Fließbandproduktion von Autos ein. Ein dramatischer Umbruch, der Autos auch für Normalverbraucher erschwinglich machte. Die Marke Ford war auch in den Folgejahren eine treibende Kraft und ein Trendsetter. Wie 1964 mit dem beispiellosen Siegeszug des Mustangs, der das Zeitalter der kraftvollen Ponycars einläutete. Auch Fords internationale Vertriebswege waren innovativ. So wurden in Europa andere Modelle verkauft als in Nordamerika, was Ford dazu verhalf, einer der größten Automobilhersteller der Welt zu werden.